Kapitel 4.2.5. Wie werden mathematische Funktionen angewendet? Diese Logikgatter führen, abhängig von den Werten an den vier internen Eingängen, mathematische Berechnungen durch. Die Eingänge sind mit einem Operator verknüpft und werden nach der Berechnung als Wert auf den Bus gesendet. Zum Konfigurieren muss das entsprechende Logikgatter ausgewählt sein. Folgende mathematische Funktionen können im Kartenreiter mathematisch aufgerufen werden. Plus, Minus, Multipliziert, Dividiert, Minimum, Maximum, Mittelwert. Bei den mathematischen Funktionen ist es möglich, einen Filter für die berechneten Ausgangswerte zu setzen. Dabei kann man zwei Bereichsgrenzen über zweite Werte definieren. Entspricht das Berechnungsergebnis nicht der Filterbedingung, wird der Wert nicht ausgegeben. Hinweis: In allen Logikmodulen wird die Berechnung in einer fest vorgegebenen Reihenfolge ausgeführt. Das Resultat aus der Berechnung von I1 und I2 wird für die Berechnung von I3 benutzt. Dieses wird als Grundlage für die Berechnung des Endergebnisses mit I4 benutzt. Diese Grundlage muss beachtet werden, um Fehler bei Berechnungen mit Division, Subtraktion, größer, kleiner und Mittelwert zu vermeiden.